Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Bücherwoche, die gerade am Wochenende sehr sonnig bei uns war, wo ich wirklich samstags den sonnigen Tag genossen habe und auch heute sonntags. Ja, ich drehe das Video tatsächlich heute am Sonntag, weil ich das Buch, was ich aktuell noch lese, heute wohl nicht beenden werde, es dementsprechend nicht in diese Bücherwoche packe. Ich aber in dieser Woche ein bisschen zeitlich Stress habe, weil ich beruflich auch 2 Tage in München bin, ab Freitag Besuch habe, montags nochmal zum Tierarzt muss und dann dachte ich, ach, das kriegst du unter der Woche gefühlt gar nicht mehr gedreht. Und aus diesem Grund drehe ich jetzt am Sonntag schon das Video und kann es dann eben einfach relativ entspannt vielleicht am Donnerstag schneiden und auch für Samstag schon hochladen. Und das heutige Buch, was ich vielleicht heute noch beende oder morgen, landet dann im Grunde einfach in der nächsten Bücherwoche. Deswegen könnte ich euch theoretisch jetzt eigentlich noch gar nichts zu Game of Thrones der letzten Folge sagen. Ich werde es aber so machen, dass ich so eine kleine Videosequenz zur letzten Folge einfach drehen werde, vielleicht am Donnerstag oder am Dienstag, je nachdem, wie ich Zeit habe und das jetzt einfach dann am Ende so ein bisschen mit rein packe. Also nicht wundern, da werde ich dann einfach anders aussehen, aber ich denke, ich möchte euch auf jeden Fall was zur letzten Folge erzählen und da es sonst ja dann doch noch eine Woche später wäre, wäre das einfach Quatsch. Deswegen werde ich mir die 5, 6, 10 Minuten für die letzte Folge auf jeden Fall nehmen und sie euch dann hier reinschneiden. Dank Schneidetechnik ist das ja alles kein Problem. Ich habe in dieser Woche 4 Bücher gelesen, ich habe einen Film angeguckt, ich habe ein Buchtest gelesen und habe auch ein Magazin gelesen. Das möchte ich euch alles ein bisschen zeigen, deswegen denke ich, starten wir jetzt einfach mit den ersten beiden Büchern im Grunde der Woche. Und zwar der dritte und vierte Teil der Grimm-Chroniken, Der schlafende Tod und Der Gesang der Sirenen. Beides von Maya Shepard. Das ist ja eine Reihe, die, glaube ich, 13 Bücher umfasst, die jetzt auch schon alle da sind, soweit ich das gesehen habe. Und als ich den dritten Teil las, dachte ich, ach ja, lest doch gleich den vierten Teil. Und ich finde auch, man muss da so ein bisschen drinbleiben, nicht, dass man aus der Story rauskommt. Dann war mir gerade nach der vorletzten Folge sozusagen Game of Thrones, war mir einfach nach ein bisschen Lieblingsbuch. Und ich habe mir The Fault in Our Stars herausgezogen von John Green. Das ist ja das Original zu Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und ich wollte es ja in diesem Jahr rereaden und habe das diesmal auch im Englischen getan. Und das letzte Buch habe ich dann zusammen mit der lieben Tanja gelesen, und zwar Dry von Jared und Neil Schusterman. Ein Endzeit-Roman, in der es um Wasserknappheit geht. Und das habe ich zusammen mit Tanja gelesen. Wir waren relativ anständig im Abschnitte lesen, bis auf dann so die letzten beiden, die haben wir dann an einem Stück gelesen, weil wir dachten, jetzt müssen wir auch wissen, wie es endet. Alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich unten in der Infobox, auch zu Tanjas Kanal. Guckt da einfach mal vorbei, da findet ihr alles. Starten wir mit den ersten beiden Büchern der Woche, und zwar der dritte und vierte Teil der Grimm-Chroniken von Maya Shepard. Zum einen ist das Der schlafende Tod und Der Gesang der Sirenen. Was mir wieder sehr gut gefallen hat, ist, dass am Anfang jedes Buches so eine kurze Zusammenfassung zu finden ist, was so in den letzten Teilen passiert ist. Das hat mir wirklich auch hier wieder gut gefallen, da ja doch der zweite Teil schon wieder 1,5 Wochen her war. Und was ich auch wirklich merke, ist, dass man überhaupt nicht viel Zeit eigentlich zwischen den Teilen haben sollte. Dadurch, dass man sich das ja vorstellen könnte, dass man, keine Ahnung, 1200 Seiten Buch hat und man liest immer nur 100 Seiten, so gefühlt, oder 120, ich glaube, das eine hatte 140 Seiten. Und man merkt schon, es ist ja keine abgeschlossene Geschichte in diesen 120 bis 140 Seiten, sondern es ist wirklich, wie wenn man einfach eine Geschichte genommen hätte und einfach immer irgendwo einen Cut gemacht hätte. Und das finde ich tatsächlich, das ist so der Nachteil, finde ich, an dieser Reihe, und deswegen sollte man auch einfach dranbleiben. Also ich habe jetzt auch schon die nächsten 2 Teile, glaube ich, hier, 4, 5 und 6, ich bin mir gerade nicht sicher, und möchte diese Woche auf jeden Fall auch wieder einen Band lesen, um einfach so ein bisschen drin zu bleiben. Ja, wir treffen ja hier auf die Jugendlichen Will, Joe und Maggie, die zu Beginn sozusagen der Reise irgendwie darauf aufmerksam werden, joch, es gibt irgendwie die Märchen der Gebrüder Grimm, allerdings waren es nicht Märchen, es sind keine Geschichten, sondern es ist tatsächlich so passiert. Und in jedem Märchen steckt so ein Fünkchen Wahrheit, und so treffen wir unter anderem eben auf Rumpelstilzchen, auf Schnee
Schneewittchen, wir treffen auf Vampire, wir treffen jetzt mittlerweile auch ein bisschen auf Dornröschen und Blaubart und alles bezieht sich so ein bisschen auf die Geschichte der Gebrüder Grimm und wir haben im Grunde irgendwie so eine Art Märchenadaption, denn es hat wirklich was mit den Märchen zu tun. Wir bekommen ganz neue Aha-Effekte aus diesen Geschichten und ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass es genauso ist, wie es jetzt in der Adaption von Maya Shepard sozusagen passiert. Ich möchte gar nicht viel zu Teil 3 und 4 erzählen. Ich finde, es wird jetzt mit Fortgang der Geschichte wahrscheinlich auch immer schwieriger, explizit etwas zu den einzelnen Geschichten zu erzählen. Ich finde halt wirklich, dass die Geschichte toll erzählt ist. Es ist sehr schnell, es ist sehr lebendig, es hat spannende Wendungen, es hat wirklich sehr viele so diese Aha-Momente, von denen ich sprach, dass man so denkt, ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass das und das genau so eigentlich ist, dass die Gebrüder Grimm es aus einem ganz gewissen Grund so ein bisschen anders geschrieben haben. Es wird hier im Grunde auch so ein bisschen auf die Urfassungen eingegangen der Märchen, dass die ja durchaus nochmal anders waren als dann in der Überarbeitung. Und mir gefällt einfach die Idee, mir gefällt die Interpretation, mir gefallen die zwei Zeitebenen, auf der wir uns befinden, um so wirklich ja, von dieser ganzen Zeit im Grunde das Gefühl zu bekommen von heute und eben auch von damals, was es mit den Gebrüdern Grimm auf sich hatte, mit den Märchen, mit den echten Menschen, die hinter den Märchen steckten. Und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Das große Aber ist für mich, dass die 130 bis 140 Seiten je Geschichte einfach zu kurz sind, um wirklich reinzukommen. Man fängt irgendwie an und dann ist das eine Buch schon zu Ende und man denkt sich so, Mensch, also irgendwie hatte das jetzt nicht so richtig Hand und Fuß und es ist auch einfach nichts Eigenständiges. Also es ist nicht wie zum Beispiel bei Harry Potter, wo man 7 eigenständige Geschichten hat, die eben zum Beispiel ein Schuljahr ja in dem Fall waren und die dann eben eine große Geschichte erzählen, sondern ich habe hier wirklich den Eindruck, dass wir einfach ein Buch von, ich weiß, ich habe jetzt nicht hochgerechnet, von 1300 oder ungefähr Seiten haben und einfach so irgendwo dazwischen hat man gecuttet, geschnitten, damit man eben irgendwie 13 Bände hinbekommt. Das finde ich halt wirklich ein bisschen schade, weil eigentlich muss man die ganze Geschichte weglesen. Ich weiß, dass es jetzt für die echten Bücher irgendwie so einen Schuber gibt, wo alle Bände in einem drin sind. Ich weiß nicht, ob es ein Sammelband für E-Books gibt. Das ist für mich so ein bisschen, wo ich so manchmal denke, ja, man muss natürlich das große Ganze sehen, das finde ich auch absolut in Ordnung. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es dann preislich schon ganz schön heftig ist für ein E-Book, wenn ich bedenke, dass das E-Book mich dann 26 Euro kostet, also wenn ich jedes mit 2 Euro im Grunde rechne. Also so teuer war gefühlt, glaube ich, noch kein E-Book, was ich mir zugelegt habe. Weil selbst, wenn ich an, keine Ahnung, an dicke Wälzer denke, Justin Cronin oder auch die Frauen vom Löwenhof, das waren 1000 Seiten, da hat mich ja das Taschenbuch zum Beispiel auch nur 10 Euro gekostet. Da muss ich halt ehrlich sagen, ja, ich kann verstehen, dass auch ein Self-Publisher, also dass das nicht unbedingt für 99 Cent raus muss. Andere fühlen sich dazu aber gedrängt, weil sie merken, diese ganze Thematik Self-Publisher und hier haben wir eigentlich noch einen Verlag dahinter, dass man einfach sagt, ja, natürlich ist es eine Geschichte wert, 2 Euro, dass ich die ausgebe, aber wenn ich jetzt eben auf 13 mal hochrechne und sage, es hat mich dann 26 Euro gekostet, muss ich sagen, hätte ich eben auch eigentlich diesen Wälzer auch als echtes Buch haben können. Muss ich einfach sagen, möchte ich auch einfach kritisch besprechen, weil ich mir vorstelle, dass das manche doch ein bisschen abschreckt und das ist für mich auch tatsächlich was, wo ich so denke, ja, hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen anders lösen können. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ins E-Book einfach 3 Geschichten gepackt hätte oder ich weiß es nicht. Ich persönlich finde schon ganz schön heftig vom Preis, weil selbst Verlags-E-Books mit diesen Preisen, mit dieser Dicke sozusagen, sind im Grunde einfach günstiger. Und man muss ja einfach mal sagen, es ist auch nur eine Datei. Und ja, also das finde ich tatsächlich ein bisschen kritisch, aber jetzt habe ich natürlich mit der Geschichte angefangen und sie gefällt mir und jetzt werde ich sie auch zu Ende lesen, aber ich möchte das einfach mal so als kritischen Punkt mit angesprochen haben und ja, also so viel dazu. Aber die Geschichte, die Interpretation, mir gefällt das sehr, sehr gut, sonst würde ich es auch nicht lesen und da es mir einfach so großen Lesespaß macht, werde ich mir eben 2, 3 Bände pro Monat holen oder ja, vielleicht auch mal pro Woche, je nachdem, weil man ja dann doch sagt, okay, 2 Euro ist dann eben auch nicht wirklich die Welt, aber ich finde einfach, man muss das große Ganze auch in diesem Fall dann sehen und dann sind 26 Euro schon, wo ich bei einem E-Book sagen würde, nee, da warte ich drauf, dass es das günstig gebraucht dann als Taschenbuch gebe. Ich glaube, ich würde mir kein E-Book für 26 Euro holen, muss ich ehrlich sagen, aber ja, das ist nur mein Gedanke, ihr könnt mir ja gerne mal eure Gedanken auch dazu schreiben, wenn ihr wollt, wie ihr das mit den E-Book-Preisen seht, vielleicht auch bei Self-Publishern, hier haben wir einen Sternensand-Verlag, schreibt mir das gerne mal, würde mich sehr interessieren,
Was aber natürlich der Geschichte keinen Abbruch tut. Das möchte ich auch einfach sagen, weil mir die Geschichte, die Sprache, der Stil sehr, sehr gut gefällt, mir sehr viel Spaß macht und ich es genieße, da einfach auf einzutauchen. Aber ich finde einfach, dass man dieses Herausbringen und alles ein bisschen anders hätte gestalten können, beziehungsweise sogar müssen, finde ich einfach. Aber wie gesagt, ist einfach nur meine Meinung. Ja, dann ein Buch, über das ich auch gar nicht so lange sprechen möchte und muss. Wer länger auf meinem Kanal ist, weiß, dass das ein absolutes Herzensbuch von mir ist. The Fault in Our Stars von John Green. Habe ich ja auch hinter mir sonst stehen. Und zwar ist das Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Vielleicht drehen wir es auch noch um. Habe ich mich diesmal entschlossen, im Englischen zu lesen. Mir war nach der vorletzten Folge von Game of Thrones irgendwie gefühlt die Lebensenergie weg. Und ich habe etwas gebraucht, was mir die wiedergibt, beziehungsweise ich brauchte einfach sowas fürs Herz und was, wo ich weiß, dass es mich gedankenfrei in den Leseflow bringt und ich das einfach genießen kann. Und ich brauchte auch irgendwie was zur Beruhigung meiner Nerven. Ich habe das deutsche Buch, ich glaube schon 4-5 Mal gelesen, ist so ein Buch, wo ich gefühlt fast jährlich auch dazu greife. Habe mich diesmal entschlossen, es endlich mal im Original zu lesen und habe das Original sehr, sehr genossen. Also wenn man natürlich eine Geschichte kennt, lässt sich das Original viel einfacher natürlich lesen, gar keine Frage. Und ich liebe Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, man muss zu der Geschichte gar nicht mehr erzählen. Wir haben hier zwei Jugendliche, Hazel Grace und Gus. Und beide haben mehr oder weniger irgendwie Krebs, beziehungsweise denken auch, sie haben ihn vielleicht überstanden. Bei Hazel Grace ist auch was in der Lunge, sodass sie also immer auch ihre Sauerstoffflasche braucht. Und sie treffen sich in der Selbsthilfegruppe, unterhalten sich über Computerspiele, Filme und auch über Bücher. Beide haben dann durcheinander im Sinne von Chaos, sondern durch Hazel Grace bekommt Gus ein neues Lieblingsbuch. Machen wir es einfach mal so. Und durch dieses Buch finden sie zueinander und erleben irgendwie eine kleine Ewigkeit miteinander. Ich möchte gar nicht so spoilern und ich weiß, dass viele jetzt stöhnen und sagen, oh, hier haben Kinder Krebs und oh, die werden sterben und es ist ja ein Krebsbuch und ich höre das auch immer im Bekannten- und Freundeskreis und ich muss einfach sagen, nein. Es ist kein Buch über Sterben, es ist kein Buch über die Krankheit, es ist ein Buch über Jugendliche, die ihren Witz trotz allem nicht verlieren, die einfach merken, sie haben nur eine kurze Ewigkeit miteinander, die diese genießen, die diese Zeit miteinander einfach verbringen und die uns zeigen, wie Leben funktioniert. Und das ist für mich das positivste, motivierendste Buch, was es gefühlt überhaupt gibt. Und ja, das mag jetzt für manche total abstrus klingen, das klingt auch in meinem Kopf immer merkwürdig, aber ich gehe aus diesem Buch raus mit verheulten Augen, aber einem Lächeln. Und ich trage dieses Lächeln immer im Herzen. Und immer, wenn es mir echt beschissen geht, denke ich an, das Schicksal ist ein mieser Verräter und denke mir, ja, und lächle. Und dann kommt bei mir eben auch dieses Okay über die Lippen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich möchte jetzt auch gar nicht darüber sprechen, ob das bei anderen das gleiche Gefühl auslöst oder nicht. Es ist eben einfach mein Gefühl. Und auch in meiner Familie gibt es genügend Krankheiten und blöde Dinge. Und ja, die lassen sich natürlich nicht mit einem Buch heilen. Aber dass man im Inneren einfach positiv bleibt, gut gelaunt bleibt und motiviert bleibt, das ist in jeder Krankheit wichtig. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn man mit einem Lachen durchs Leben geht, dass man Krankheiten einfach auch weglacht. Und das mag jetzt noch abstruser klingen, das ist es wahrscheinlich auch, aber ihr merkt schon, ich bin da tatsächlich bei diesem Thema immer ein bisschen sehr eigen, weil mir dieses Buch wirklich unglaublich viel gibt. Und ich finde, dass das jeder auch einfach ausprobieren muss. Und ja, ich kenne auch eine liebe Freundin, die das gelesen hat und gesagt hat, na Steffi, das ist aber schon kitschig und heulig und wir wissen ja, wie es endet und Ja, gebe ich ihr recht, das mag so sein. Mir gibt diese Liebesgeschichte tatsächlich unglaublich viel. Alleine die Dialoge, die John Green hier verfasst, alleine wie er beide aufbaut, wie er beide miteinander sprechen lässt, umgehen lässt, wie beide einfach die Zeit genießen, diese Zeit nutzen, das ist einfach unglaublich großartig. Und ich mag die Weisheiten, die in diesem Buch stecken. Und ich mag tatsächlich auch das Ende. Und ich mag es, dass ich da weinen kann, lachen kann, dass mein Herz aufgeht, dass mein Kopf sich abschaltet und dann wieder einschaltet. Und ich mag einfach dieses Gefühl, was ich beim Lesen habe. Und ich möchte auch gar nicht, man kann keinen davon überzeugen, das ist mir absolut klar, aber
ich finde einfach, jeder, der keine Angst vor Gefühlen hat und ja, der sollte einfach mal zu diesem Buch greifen. Und ja, ich habe es auch dieses Mal wieder sehr emotional empfunden, fast emotionaler, als ich sonst empfinde. Und ich liebe diese Geschichte einfach nach wie vor. Man denkt ja immer mal, dass Highlight-Bücher irgendwann mal ihren Reiz verlieren. Nein, das ist bei diesem Buch definitiv nicht der Fall. Es hat mir unglaublich viel Spaß gebracht und auch Emotionen und das Gedankenkarussell abgeschalten. Und ja, und ich liebe Augustus Waters, ich kann es nicht anders sagen, und auch Hazel Grace, beides ganz, ganz tolle Charakter. Und ja, direkt im Anschluss habe ich dann eben auch ja, sozusagen den Film geguckt, der läuft ja auf Netflix, und habe den mir angeguckt und ich habe da auch geweint wie sonst was, und ich stehe da absolut zu. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, mich bekommt man sehr schnell zum Weinen, aber ich denke auch zum Lachen. Und ja, Taschentücher brauche ich bei diesem Film auf jeden Fall und auch bei dem Buch. Also sitze dann durchaus auch vor dem Buch und weine. Und ich weiß, dass das viele nicht können, aber ich bin da sehr nah am Wasser gebaut und mich stört das auch nicht. Ja, ja, ein absolutes Highlight. Und ja, auch darauf folgend gab es ein Highlight-Buch. Und zwar habe ich Dry von Neil und Jared Schusterman zusammen mit der lieben Tanja gelesen. Also ich bin ein sehr großer Schuster-Fan seit der Size-Reihe, wo es ja Teil 1 und 2 bisher gibt. Dieses Jahr im Winter wird es den dritten Teil geben, ich glaube im November. Und ich fand auch den ersten und zweiten Teil der Vollendet-Reihe toll. Die musste ich auch unbedingt mal weiterlesen. Und ja, Jared Schusterman ist sein Sohn und beide haben eben diese Geschichte zusammengeschrieben. Wer natürlich was geschrieben hat, lässt sich als Leser nicht wirklich nachvollziehen, beziehungsweise wurde darüber auch keine Info gegeben. Ist die Geschichte vielleicht vom Sohn geschrieben? Der Papa hat drüber geguckt, hat seinen Namen draufgesetzt, das weiß man nicht. Ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Stephen King. Da weiß man bei seinen Jungs ja im Grunde auch immer nicht so richtig, von wem ist was und was hat wirklich der Papa dazu beigetragen. Oder umgekehrt, ne? Also das weiß man einfach nicht. Und ja, aber es hat mich hier nicht gestört, denn ich bin ja ein Endzeit-Geschichten-Fan und wir haben eben hier auch eine Geschichte, die in verschiedene Teile gegliedert ist. Wir haben verschiedene Perspektiven und wir treffen auf Alyssa, ein junges Mädchen, die zusammen mit ihrem Bruder Garrett ja, relativ blöd bemerkt, dass kein Wasser mehr aus der Leitung herauskommt. Und relativ wird schnell klar, okay, es gibt Probleme mit der Wasserzufuhr in Südkalifornien. Die Bäche sind leer, die Flüsse sind leer, die Leitungen sind leer. Relativ schnell bricht das Chaos aus. Und auch in den Geschäften gibt es irgendwann nichts mehr zu trinken. Und alle flüchten irgendwie. Und das Chaos, ja, ist im Grunde vorhanden. Wir treffen auch noch auf den Nachbarsjungen Kerten. Unterwegs treffen wir Jackie auch noch am Strand. Und alle vier, ja, irgendwie dann auch mal elternlos. Ja, sind jetzt dann einfach auf der Suche nach einem Ausweg, beziehungsweise einem Ort, wo sie eben auch Wasser finden können. Und es ist natürlich auch eine Hitze und man merkt schon, dass ja, die Menschen sich einfach verändern in Krisen. Und das ist ja was ich an Endzeitgeschichten oder an postapokalyptischen Geschichten, je nachdem, ob es dann schon eine Apokalypse war oder nicht, die mir einfach immer wieder gefällt, weil ich mag es einfach so diese Abgründe der Menschen zu lesen. Ich hoffe, man muss sie nicht erleben, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr oft genauso sein wird, dass der Mensch dann einfach austickt und alles Menschliche so ein bisschen auch hinter sich lässt. Ich möchte jetzt gar nicht so viel über diese Geschichte erzählen, denn man kann sich natürlich vorstellen, dass wir so eine Art Roadtrip haben, eben dazu kommen, dass irgendwie Wassermangel herrscht, dass wir Jugendliche folgen. Wir haben auch einen etwas jugendlicheren Schreibstil, als wir es zum Beispiel vielleicht bei Size kennen, was ich definitiv für ältere Jugendliche, junge Erwachsene so eingeschätzt hätte. Hier denke ich, dass man durchaus so mit 14 in diese Geschichte einfinden kann, einfach auch, weil die Charaktere selbst jung sind. Der Schreibstil ist dennoch sehr hochwertig, auch sehr reif geschrieben und auch sehr spannend geschrieben. Also ich finde, man merkt den wenigen Seiten an, dass da ein Spannungspotenzial dahinter ist, dass eine Geschichte erzählt werden möchte, dass man sich nicht lange mit irgendwelchen, ja, Lückenfüllern aufhält, sondern wirklich sehr rasant diese Geschichte, ja, im Grunde erzählt bekommt. Wir lernen die Charaktere durch die verschiedenen Perspektivwechsel sehr, sehr gut kennen. Wir merken auch, dass so mancher ein bisschen skrupelloser ist als der andere. Wir merken auch, welche Motivationen die Jugendlichen im Grunde eigentlich haben, was dahinter steckt und warum sie dann auch wie handeln. Wir haben auch so Snapshots,
Die sind sehr spannend gestaltet. Das sind so von außen Reporter, Journalisten, die irgendwas erzählen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die haben also das große Ausmaß im Grunde so ein bisschen gezeigt. Während wir bei den Jugendlichen natürlich eher so dieses kleine Universum einfach nur betrachtet haben. Mir haben die unterschiedlichen Perspektiven sehr gut gefallen. Ich mag das, Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt zu bekommen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass sich die Blickwinkel auch ein bisschen anders anfühlen, beziehungsweise auch sprachlich ein bisschen anders erzählt sind. Also man merkt schon, dass das so aus einer Hand ist und eher so einer erzählt für alle. So ist im Grunde eigentlich der Eindruck. Nichtsdestotrotz hat mir das großen, großen Spaß gemacht, weil es sehr schnelllebig ist und wir bekommen auch einfach viele, viele, viele Infos. Und wir verfolgen eben diese jugendlichen Charaktere, was aber definitiv nicht irgendwie kindisch ist, sondern es fühlt sich auch einfach echt an. Also es hat jedermann einen schwachen Moment, es hat jedermann so seinen starken Moment und man merkt einfach diese Gruppendynamik, die ist den beiden Autoren unglaublich gut gelungen und die hat mir auch sprachlich einfach sehr gefallen. Es ist sehr modern, es bezieht uns Leser sehr mit ein und man kann sich das sehr gut vorstellen, was da alles passiert. Es ist erschreckend echt. Es gab gerade gegen Ende hin wirklich so Momente, da habe ich den Durst förmlich gespürt. Ich habe den Rauch, die Hitze im Grunde gerochen. Ich finde, das haben beide wirklich unglaublich gut gemacht. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Es ist wirklich eine Geschichte. Wer eben so Endzeit mag, der ist hier absolut richtig. Es gibt auch eine Art Zombies. Allerdings nicht, wie wir sie vielleicht aus The Walking Dead kennen, sondern es sind hier Wasserzombies. Und zwar sind das im Grunde die Menschen, die sich irgendwie ja in diese Wasserzombies verwandeln, weil sie eben Durst haben und alles Gruppe, alles Menschliche hinter sich lassen. Und ja, das fand ich einfach eine sehr, sehr coole Idee, einen spannenden Gedanken. Und ich glaube, dass tatsächlich Durst etwas ist, was uns Menschen ja ausflippen lässt. Also ich bin ja zum Beispiel ein großer Vieltrinker. Für mich ist es kein Problem, so 2,5-3 Liter am Tag zu trinken. Und ich brauche auch immer irgendwie eine Flasche da. Und das Erste, wenn ich auf Reisen gehe, ist, oh, wo ist mein Wasser? Wo packe ich das hin, dass ich das auch griffbereit habe. Ich glaube, in meinem früheren Leben bin ich mal in der Wüste irgendwie verdurstet. Das ist so meine Interpretation. Also ich kann das sehr gut verstehen, wenn man bei Durst austickt, auch wenn ich wahrscheinlich also nicht verdursten würde oder werde. Ne? Aber ja, ne? Also ich kann das absolut gut nachvollziehen. Eine spannende Geschichte, nicht zu jugendlich, nicht zu kindisch, sondern wirklich auch für mein Alter, Mitte 30, absolut geeignet und ist für mich wirklich ein Highlight, weil mir diese verschiedenen Beleuchtungen, Perspektiven einfach super viel Spaß gemacht haben und ich einfach finde, dass ich so mit reingezogen wurde, mit einbezogen wurde und ich hätte gern tatsächlich auch ein bisschen mehr jeden Tag noch gelesen. Wir haben uns aber brav zusammengerissen und wirklich unsere Leseabschnitte gelesen, bis auf dann eben das Ende, wo wir dann eben die letzten beiden Leseabschnitte an einem Tag gelesen haben und das ja war einfach toll. Auch zusammen mit Tanja zu lesen ist immer wieder schön. Guckt bitte einfach mal auf ihren Kanal vorbei und ja, grüßt sie da auch einfach mal von mir und sie wird ja bestimmt auch noch ein bisschen was zu Dry erzählen. Dann habe ich in dieser Woche ja auch von Tanja zugeschickt Soul Sister gelesen, auch ein Magazin, dein Update für Body, Mind und Heart. Magazin, das ich noch überhaupt nirgendwo irgendwie gesehen habe, weder auf Instagram noch ja wirklich irgendwie bei uns in den Läden. Hatte sie mir mit ihrem Buchpaket vor 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen zugeschickt und ich habe es jetzt in dieser Woche auch ein bisschen gelesen, wenn ich in der Wanne lag oder auf dem Balkon gesessen war. Und natürlich auch einfach so ein bisschen morgens. Ich mag das ja sehr gerne morgens so ein paar Minuten einfach ein bisschen, ja, so diese Infos aufzunehmen. Ein sehr schönes Magazin, muss ich wirklich sagen. Mir hat Soul Sister sehr, sehr gut gefallen. Wir haben hier Themen, erlebe den Moment, Achtsamkeit geht auch anders, Kopf aus, Herz an, gönnst du dir genug. Und es ist wirklich ein schön aufgemachtes Magazin mit Aufgaben, mit Themen, die ich einfach auch spannend fand, die sich auch einfach so mit meinem Mindstyle im Grunde, ja, verbinden. Egal, ob es dieses Achtsamkeitsthema ist, ob es Yoga ist, ob es Meditation ist, ob es so ein bisschen einfach das Bewusstsein für die Welt, das hat mir hier einfach auch sehr, sehr gut gefallen. Also solltet ihr die sehen, das ist jetzt, glaube ich, die erste Ausgabe gewesen, steht auch neu drauf. Preislich mit 5,90 nicht ganz so günstig, aber die Magazine kosten das ja in der Regel eigentlich immer so ein bisschen in dem Preisgefälle. Müsste man sich mir auch mal überlegen, ob man die wirklich in Papierform lesen muss oder ob es da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt. Aber es ist natürlich immer schön, auch was Haptisches in der Hand zu haben. Und da danke ich Tanja auch für den Magazintipp und freue mich, dass ich es
lesen konnte. Ja, bei mir ist jetzt noch die Hücke eingezogen. Dazu werde ich euch, denke ich, aber in der nächsten Woche ein bisschen mehr erzählen können. Zudem habe ich das neue Buch der lieben Jackie Fellgut Test gelesen und ich freue mich mega darauf, wenn es dann da ist. Und da werde ich euch dann auf jeden Fall auch ein bisschen mehr natürlich erzählen. Euch das jetzt zu erzählen ist natürlich viel, viel, viel zu früh. Aber ihr könnt schon so ein bisschen angeteasert sein, dass bald was Neues von der lieben Jackie kommt. Und ja, ihr dann natürlich auch bei mir wieder hört, wie es mir gefallen hat. Im Juni werden wir ja auch wieder ein Leseclub-Buch lesen. Diesmal habe ich den lieben Roman eingeladen, einfach mal so als Gastmoderator mit dabei zu sein. Er selbst hat ja einen Bookstagram-Account und ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, weil ich seinen Feed einfach unglaublich gerne mir ansehe, seine Rezensionen lese, seine Gedanken zu Büchern lese und wir tauschen uns ja auch privat so ein bisschen über die Bücher aus. Ich mag es einfach gerne, wie er die Dinge so auch ein bisschen rüberbringt und da dachte ich mir, ja, nimmst du dir selbst einfach für den Juni ein bisschen eine Auszeit im Leseclub, lässt mal jemand anderen machen und ich denke mir durchaus, dass man das vielleicht tatsächlich so 2-3 Mal im Jahr machen könnte, vielleicht auch andere Booktuber einfach mal als Gast einlädt oder auch auf Instagram, also wenn man Bookstagrammer hat, die einem gefallen, die sonst ja vielleicht nicht so die Erwähnung finden, weil ich tatsächlich sehr wenige Bookstagrammer eigentlich folge, aber ja, ich das jetzt einfach cool fand oder vielleicht macht auch Roman dieses Jahr einfach nochmal eine 2. Runde, das schauen wir jetzt einfach mal und im Juni werden wir jetzt Der Kreidemann lesen, das ist ein Thriller von The Tudor, also den Nachnamen habe ich mir gemerkt, ist ein Buch, was ich jetzt glaube ich auch schon fast ein Jahr, noch nicht ganz wahrscheinlich, auf dem Sub habe, ja, als er damals halt rausgekommen ist, das war glaube ich 18 und ja, werden wir wieder so um den 20. herum irgendwie starten, Roman wird das alles moderieren und machen und da freue ich mich sehr drauf, dass ich mich ein bisschen zurücklehnen kann, ich denke mal, die Umfrage für das Juli-Buch wird dann wieder Mitte Juni im Leseclub sein und dann wird es wahrscheinlich eine Sommerpause für den August geben, wie es ja auch jedes Jahr der Fall ist, weil ich einfach in meiner Urlaubszeit und im Hochsommer nicht unbedingt ja, im Leseclub irgendwas tun möchte, beziehungsweise da mich auch nicht irgendwie einer Lesegruppe anschließen möchte und ja, ich freue mich da jetzt auf jeden Fall schon auf das Juni-Buch und bin gespannt, wie wir das so finden werden. Den Leseclub findet ihr natürlich immer unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich denke, bevor ich mich dann gleich verabschieden werde, werde ich jetzt noch ein bisschen was zu Game of Thrones erzählen. Nun ist es also vorbei. Wir haben am Montag die letzte Folge von Game of Thrones gesehen. Wir haben ein letztes Mal das grandiose Intro gesehen, zumindest zum ersten Mal. Wir haben ein letztes Mal zum ersten Mal den grandiosen Sound des Soundtracks gehört. Und wir haben ein letztes Mal zum ersten Mal mitgefiebert und saßen am Ende irgendwie da und es war irgendwie vorbei. Mir hat die 8. Staffel gut gefallen. Sie kommt für mich nicht an Staffel 1 bis 4 heran, ist aber nicht so schlecht wie Staffel 7. Das war ja wirklich so mein Tiefpunkt bei Game of Thrones und ich finde, man hat in Staffel 8 vieles richtig gemacht. Man hat Atmosphäre erzeugt, man hat eine Geschichte irgendwie gut zu Ende gebracht. Und man geht mit einem Okay-Gefühl aus dieser Serie heraus. Für mich hätte es viel, viel schlimmer kommen können. Wenn ich an Staffel 7 denke, war ich ja über so manches sehr entrüstet, sehr aufgeregt und aufgebracht. Ich bin tatsächlich froh, dass es ja so geendet ist, wie es nun geendet ist. Ich möchte nicht groß spoilern, das habe ich in den letzten ja, Besprechungen ja auch nicht gemacht. Ich möchte einfach so ein Gefühl wiedergeben und da kann ja jeder so ein bisschen drüber nachdenken, also wer es vielleicht auch gesehen hat, wie es mir so ging. Ich bin tatsächlich relativ glücklich mit dem Ende. Es ist bei vielen Charakteren so ein bisschen das eingetroffen, was ich mir erhofft habe, beziehungsweise wo ich einfach dachte, dass das den Charakter am ähnlichsten ist, am ehesten passieren kann, könnte und dass es ihn wohl einfach ja auch glücklich macht. Das komplette Ende sozusagen, da war ich sehr überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet. Im Nachgang denke ich mir aber, dass das einfach eine logische Konsequenz aus allem war, was wir seit Staffel 1 gesehen haben. Das Problem mit dem Ende ist allerdings nicht, wie es geendet hat, sondern wie uns das Ende erzählt wurde. Also wir haben sehr viele Logiklöcher, wir haben sehr viel Unlogisches dadurch einfach erlebt. Manches ist nicht konsequent zu Ende erzählt worden. Es ist bei viel zu vielen Szenen schon in Folgen zuvor einfach viel zu früh weggeschalten worden. Es ist zu viel dem Zuschauer überlassen worden, da etwas hinein zu interpretieren und es war ja immer gerade auch das Besondere,
Besondere an Game of Thrones, dass wir eben nicht sehr viel Freiheiten hatten, sondern natürlich konnte man manches erdenken, spekulieren, aber gegen Ende will ich nichts mehr spekulieren, da will ich es einfach nur wissen. Für mich hat die Serie viel richtig gemacht. Es hat irgendwie ein gutes Ende für mich genommen. Ich hätte mir eben einfach nur all die Rätsel, die uns aufgegeben wurden, zum Teil seit der ersten Folge, hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie beantwortet werden. Auch Dinge, die dann aufgelöst wurden in Staffel 6 und 7, die irgendwie Konfliktpotenzial hatten, die das Rad nochmal neu gedreht haben, die das Spiel der Drohne nochmal verändert haben. Auch das wurde zum Teil irgendwie vergessen. Man hat auch Charaktere, ganze Länder vergessen zu erwähnen. Man hat ja wirklich wichtige Charaktere zum Teil auch vergessen, dass die irgendwann mal in Staffel 1, 2 oder 3 eine Rolle spielten, während man dann Charaktere so merkwürdig umgedreht hat, dass sie irgendwie ja, Comedy-mäßig wirkten und man dachte so, wisst ihr eigentlich gerade, wen ihr auf die Schippe nehmt? Ja, das hat mich an mancher Stelle gestört. Es hat sich dadurch auch nicht komplett rund angefühlt. Für mich gab es aber 3, 4 Momente, die sich absolut nach George R. R. Martin angefühlt haben. Also wo ich sehr davon überzeugt bin, dass George R. R. Martin das so auch plant, wenn auch wahrscheinlich anders erzählt. Aber es fühlt sich einfach, ja, einfach danach an, wie ich die ersten Staffeln erlebt habe und genossen habe. Und der Weg war aber einfach zu kurz. Wir hatten nur 6 Folgen. Ich frage mich, warum? Warum musste die 8. Staffel die letzte sein? Warum wurde Staffel 7 und 8 gekürzt? Und das sind einfach so Fragen, die ich mir stelle, die mir natürlich keiner erklärt. Aber das finde ich einfach unglaublich schade, weil ich finde, man hätte zumindest auch schon mit 10 Folgen viel mehr erzählen können. Man hätte Dialoge weiter ausbauen können. Man hätte Konflikte, die sich anbahnten, spielen können. Man hätte nicht wegblenden müssen, um uns dann eine Story zu erzählen, über die wir nachdenken müssen, wie es dahin hätte kommen können. Also es ist leider nicht das perfekte, 100%ige Ende. Es ist aber ein Ende, mit dem ich leben kann. Staffel 8 wird nicht die beste Staffel sein, aber auch nicht die schlechteste. Und es ist dennoch sehr imposant gewesen. Imposant? Nicht impulsiv? Imposant? Nein, wie nennt sich das Wort? Also wenn es großartig inszeniert ist, es war sehr episch. Und es gab wirklich so den ein oder anderen Gänsehautmoment in dieser Folge. Und ja, es lässt mich also nicht ganz glücklich und zufrieden zurück, aber zumindest mit so einem Okay-Gefühl. Und ich glaube auch einfach, dass unsere Erwartungen an diese bombastische Serie einfach unglaublich groß war. Die Wartezeit von fast 2 Jahren war gegeben und natürlich spinnt man sich im Kopf einfach Geschichten und ich glaube, das hätte man einfach gar nicht allen gerecht machen können. Aber ich bin mit dem Ende zufrieden. Es ist für mich okay, ich kann damit leben und ich freue mich aber dennoch auf die Bücher und hoffe, dass George R. R. Martin sie irgendwie in seinem Leben noch fertig bekommt. Und es ist auf jeden Fall auch eine Staffel, die ich nicht mit Frust anschauen werde, wie es ja oft bei Staffel 7 ist. Ich habe es ja beim Rewatch gemerkt, wie oft ich einfach da saß, Augen gerollt habe, Kopf geschüttelt habe und mich echt aufgeregt habe. Und das habe ich in Staffel 8 nicht so. Da ist es eher so, dass so dieses Wumm eigentlich an mancher Stelle gefehlt hat. Aber ja, es ist okay. Ich kann damit leben und ich muss natürlich auch damit leben. Und irgendwie fühlt man sich schon so ein bisschen allein zurückgelassen. Es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter. Wenn ich auch nicht ein Fan der ersten Stunde der Serie bin und nicht so lange gewartet habe, wie es ja zum Beispiel bei Harry Potter war. Aber es ist jetzt wieder so ein Kapitel irgendwie vorbei. Und man muss gucken, wie man jetzt die Lücke füllt. Und ja, so viel von mir. So, was hat euch die Zukunft, Steffi sozusagen, zu der letzten Folge von Game of Thrones erzählt? Ja, ich bin sehr gespannt, was ich sagen werde. Ich denke, das war jetzt für diese Woche auch so in Ordnung, das so reinzuschneiden. Ich bin jetzt ja noch ratlos. Es kommt ja morgen erst um 5, wird die letzte Folge geguckt und aktuell bin ich noch sehr gespannt. Mal gucken, wie sich das dann so herausstellen wird. Und ja, jetzt werde ich gar nicht mehr lang quatschen. Ich habe nichts mehr groß auf dem Zettel stehen. Ich hoffe, es war für euch dieses Mal so in Ordnung mit dem Reinschnitt für Game of Thrones. Schreibt mir auch gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Bücherwoche. Alle Infos in der Infobox. Schreibt mir gerne so ein bisschen zu den Themen, die ich angesprochen habe oder auch welche Bücher ihr gerade gelesen habt, was euer letztes Highlight war. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Und ich freue mich dann ja auf die nächste Bücherwoche und natürlich sehen wir uns schon vor.
vorab in, hoffentlich den anderen Videos. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.